Schöner Trick. Und Tor! 1:0 für die Löwen Frankfurt. Das war früh. So, und jetzt gibt es hier noch mal ein bisschen was. Rob Flick gegen Lukas Kosciol. Da gibt es dann auch gleich für beide eine Strafe. Aber kommen wir erstmal auf das Tor zurück. Wunderbar durchgetankt. Ja, und Maginot setzt zum Schlagschuss an, zieht ihn aber zurück, da der Block vorne ist. Albrecht bekommt die Scheibe nicht unter Kontrolle. Maginot setzt nach und schießt ihn unters Dach. Ja, Pech für Albrecht da, dass dieser Rebound genau wieder auf die Kelle von Maginot zurückspringt. Ja, enorm wichtiges Tor aus Frankfurter Sicht. Das zweite Playoff-Tor für Kevin Maginot. Und nächste Gelegenheit, da war das Tor frei. Ja, schöner Bauerntrickversuch von David Skoka. Hat aber die Kurve zu eng genommen und hat ihn da nicht mehr ganz rumbekommen. Jetzt sind wir hier nochmal. Da hat aber Albrecht, glaube ich, nicht mehr hingekommen. Ja, rutscht ein bisschen weit. Tor, ein Assist. Dafür schon 10 Strafminuten. Und da ist das 1:1 für die Eispiraten Krimitschau. Und es war Patrick Pohl. Ja, Patrick Pohl kann hier aus der neutralen Zone ziemlich ungestört in die Zone der Löwen fahren. Wird nicht richtig angegriffen und mit einem trockenen Handgelenkschuss netzt er ein. 1:1. Satt ins Eck. Also Krimitschau nutzt eigentlich die erste richtige Torchance, die sie hatten. Patrick Pohl mit seinem dritten Playoff-Tor. Ja, da muss Adam Mitchell abdrehen. Den Toussignon deutlich zu früh im Angriffsdrittel gewesen. Setzt sich jetzt aber schön durch! Und das 2:1 durch Mathieu Toussignon. Ja, Adam Mitchell muss in der neutralen Zone abdrehen, da Toussignon im Abseits stand. Fahren erneut rein, spielt den Pass in den High Slot auf Toussignon und macht zwei schöne Bewegungen und netzt ihn ein. Ja, tanzt da Ole Olef aus und kommt endlich zu seinem ersten Playoff-Tor. Also in der 11. Minute gehen die Löwen erneut in Führung. Und da hat er sich jetzt gut dazwischen gelegt und Patrick Pohl legt ab auf Hilbrich. Wieder Pohl und der fährt praktisch am leeren Tor vorbei mit der Scheibe. Breitkreuz, schöner Pass. Und Tor! 3:1 für die Löwen Frankfurt, Matt Pistilli. Ja, der Pass von Brett Breitkreuz war nicht optimal. Auch in die Schlittschuhe. Ja, und vom Schlittschuh dann irgendwie... Skokan kann ihn auch nicht kontrollieren, aber er geht gegen Albrecht. Und von da aus gibt es den Rebound und Pistilli steht am langen Pfosten und sagt Danke und schiebt zum 3:1 ein. Und auch für ihn das erste Playoff-Tor, wie gerade bei Toussignon. Schön durchgesetzt, Pass in die Mitte und der Anschlusstreffer. Das ging einfach. Ich glaube, das war der Schlittschuh des Löwenverteidigers, der zuletzt dran war. Schauen wir nochmal drauf. Also Christian Hilbrich in der Mitte. Nein, 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 den hat er schon selber gemacht. Ja, oder, ja doch. Den hat er selbst gemacht. Also Krimitschau wieder zurück im Spiel. Christian Hilbrich, der Torschütze. Für ihn sein zweites Playoff-Tor. Absolut. So, die Löwen jetzt aber wieder mit der nächsten Chance. Wieder zu verspielt. Und Albrecht mit einem klasse Save. Bleibt Brett Breitkreuz vorm Tor liegen. Verzieht ein bisschen das Gesicht. Aber hier, da hätte der Schuss eigentlich schon kommen müssen. Karl Hudson stört dann Brett Breitkreuz entscheidend vor dem Tor. Nächste Gelegenheit, Krimitschau! Ausgleich, 3:3! Und es ist wieder Hilbrich. Die Löwenverteidiger sind sich nicht einig. Ja, da wird er einfach laufen gelassen hinter dem Tor. Und dann irgendwie unter Andrukov durch die Schoner wahrscheinlich. Hier sehen wir es besser. Ne, dran vorbei sogar.
Es sah aus, als wäre er vom Schlittschuh von Dan Spang ins Tor gegangen. Wird Krimmitschau egal sein? Wir haben den Ausgleich 3:3. Sehr später Pfiff. Schauen wir nochmal auf die Gelegenheit. Ja, er springt von Farbe auf die Latte. Oh. Ja, McNally und Carl Hudson jetzt an der blauen Linie. Schuss aufs Tor. Und Schüle rettet in letzter Sekunde vor Rob Flick. Nächste Gelegenheit. Guter Block hier auch von Lewandowski. Ja, Schüle hat definitiv das Tor jetzt gerettet. Da ist der Schläger gewesen. Gerade noch so. Also wieder Krimmitschau, nur Zentimeter an der Führung vorbei. Adam Mitchell zieht aufs Tor. Keine Strafe, alles weiter. Toussignan vors Tor. Scheibe liegt frei und geklärt. Damit wird Icing gehen. So, und jetzt haben wir was vorm Tor. Toussignan provoziert ein wenig. Und wenn ich es richtig gesehen habe, McNally lässt sich da zum Schlag hinreißen. Und kriegt die 2 Minuten dafür. Ja. Und er kann es absolut nicht verstehen. Schauen wir mal drauf. Ja, schade. So, jetzt vielleicht mal mit Geschwindigkeit. Pistilli legt rüber. Tor! Endlich! Der zweite Powerplay-Treffer für die Löwen Frankfurt. Im 22. Versuch. David Skokan nach Vorarbeit von Matt Pistilli. Ja, schlechter Wechsel von Krimmitschau, weil André Jorov macht das Spiel schnell. Krimmitschau noch unsortiert hin, so entsteht der 2-auf-1-Konter und Pistilli liegt quer auf Skokan, wer mit dem One-Timer zur erneuten Führung. Und auch für David Skokan, der erste. So, jetzt schön gestört. Toussignan legt zurück auf Mitchell. Tor! 5:3 für die Löwen Frankfurt in der 40. Spielminute. Und das war klasse gemacht von Toussignan, wie er da gestört hat, zurücklegt auf Adam Mitchell. Und keine Chance für Sebastian Albrecht. Ja, katastrophaler Puckverlust hier von Schiedzeug in der eigenen Zone. Lässt sich da den Puck abnehmen von Toussignan. Und so rennen sie automatisch in den Konter. Und die Löwen eiskalt mit der erneuten 2-Tore-Führung. Ganz wichtig jetzt natürlich, eine Minute vor dem Ende des zweiten Drittels. Ein bisschen das Gefühl, dass beide Mannschaften ganz schön pumpen. Die ersten beiden Drittel sehr intensiv. Das dritte noch nicht. Gut abgefälscht von Flick, knapp am Tor vorbei. Krimmitschau lebt noch. Wieder Schussversuch. Und da ist der Anschlusstreffer. Rob Flick mit dem 4:5. Viel Gewusel vorm Tor. Ja, der Puck geht hoch in den Slot. Und wird dann nochmal vors Tor gespielt, wo Flick dann goldrichtig steht und abstaubt. Also 56. Minute. Strafe. So, und jetzt, das könnte die Entscheidung sein, ist sie nicht! Es gibt technisches Tor. Technisches Tor. Weil eine Strafe vorausging. 6:4 also für die Löwen Frankfurt. Das müsste die Entscheidung gewesen sein. 45 Sekunden vor Schluss. Ja, ganz klar. Wird Max Eismenger da am Einschießen gehindert. Dann bekommt Leon Hüttel das Tor. Ich glaube, von ihm kam der Pass.
Und Lukas Kotio legt nochmal quer. 7:4. Endgültig aus und vorbei für Krimmitschau. Die Löwen Frankfurt ziehen ins DL2 Halbfinale ein. Ja, die Löwen fahren erneut einen Konter und Lukas Kotio mit einem schönen Saucer-Pass, den Eddie Lewandowski dann nur noch einschieben muss. Ja, keine Chance für Albrecht. So, jetzt gibt es unten noch Diskussion. Darf Rob Flick wieder zurück. Ja, Patrick Pohl hat eine klasse Serie gespielt. Vor allem in Unterzahl. Immer wieder gefährlich gewesen. Ist jedem Puck hinterhergegangen. Absolut richtige Entscheidung. Und bei den Löwen, da haben wir uns vertan. Carter Proft wird Spieler der Serie. Und damit endlich nach 5 Spielen geht's ab zum Shake Hands. Jerome, du gehst runter, du machst die Interviews. Lukas, die Serie 4-1 gewonnen. Wie war es aus deiner Sicht, diese Serie? Ja, war eine sehr harte Serie für uns. Krimmitschau war ein starker Gegner. Und ja, wir haben das gemacht, was man machen muss. Spiele gewonnen und so weiter. Die Serie war auch teilweise sehr eng auch von Ergebnissen. Es hätte auch durchaus mal in die andere Richtung gehen können. Was war letztlich aus deiner Sicht der Unterschied? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Krimmitschau ist eine starke Mannschaft, haben am Ende der Saison sehr viele Spiele gewonnen. Und ja, ich glaube, der Unterschied war, dass wir vielleicht über 4 Reihen einfach konstanter sind. Wir können mit 4 Reihen Gas geben und ja, wir können hart spielen. Ich weiß, wir haben eigentlich wenig Schwächen, würde ich sagen. Und das wird noch ein großer Vorteil werden können. Jetzt habt ihr ein paar Tage mehr frei und nächste Woche Mittwoch startet dann das Halbfinale. Was ist bis dahin noch zu tun? Ja, ich denke, so viel lernen tust du jetzt eh nicht mehr. Ein paar Abläufe durchgehen im Training, ein bisschen erholen. Bisschen vielleicht einen Kopf frei kriegen, damit wir nächste Woche wieder angreifen können. Dann feiert mal schön und genießt die freie Zeit bis nächste Woche Mittwoch. Danke. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.